Wir sprechen gerade über das Thema Versuchung. Und ich hoffe, dass einigen von euch heute ein Licht aufgeht. Wenn ihr in Versuchung geratet, bedeutet das nicht, dass ihr ein schrecklicher Sünder seid. Es bedeutet, dass ihr ein Mensch seid und dass der Teufel nicht besonders glücklich über euch ist, oder? Je mehr ihr richtig macht, desto mehr werdet ihr möglicherweise auch durchmachen, weil er sehen will, ob ihr es wirklich ernst meint oder ob ihr fest steht. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Nun, was hat es mit diesem Siegeskranz des Lebens auf sich? Wir haben das griechische Wort im Urtext nachgeschlagen und dort heißt es, der Siegeskranz ist so etwas wie ein königliches Abzeichen. Ursprünglich war das ein Abzeichen, das Sportlern oder Läufern verliehen wurde, wenn sie einen Sieg erzielten oder die Ziellinie überquerten. Und dieses königliche Abzeichen gewährte ihnen Zugang zu besonderen Orten. Das ist so, als würdet ihr einen Ausweis dafür bekommen, uns heute Abend hinter der Bühne im Green Room zu treffen. Aber wisst ihr, was Jesus euch anbietet, ist viel besser als das, oder? Doch dafür müsst ihr bereit sein, etwas zu ertragen. Ich möchte euch etwas fragen. Das betrifft vor allem die jungen Leute hier. Seid ihr bereit, es zu ertragen, dass ihr nicht zu Partys eingeladen werdet, dass ihr ein paar eurer Freunde verliert und 2 oder 3 Monate einsam zu Hause sitzt? Oder wollt ihr lieber die Zeit mit Leuten verbringen, die euch herunterziehen und in Versuchung führen? Wer von euch ist bereit, diese Einsamkeit zu ertragen? Seht ihr, die menschliche Natur will grundsätzlich überhaupt nichts durchmachen. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid, aber wir sind ziemlich süchtig nach Bequemlichkeit. Wir fahren auf Rolltreppen und in Aufzügen, wir wollen nicht schwitzen und nicht frieren. Aber damit machen wir uns das Leben selbst schwer. Wir genießen so viel Komfort. Aber nehmen wir einmal an, ihr würdet es auf euch nehmen, eine Zeit lang einsam und ausgeschlossen zu sein und nirgends eingeladen zu werden. Wenn ihr diese Prüfung besteht, wird Gott euch den Siegeskranz des Lebens oder dieses Abzeichen, dieses spezielle königliche Abzeichen geben, das euch Zugang zu Orten gewährt, zu denen nur Gott euch die Türen öffnen kann. Ich sage euch etwas. Gott kann euch Türen öffnen, die kein Mensch öffnen kann. Und ihr solltet dafür beten, dass er die Türen schließt, die kein Mensch schließen kann. Ich habe kein Interesse mehr daran zu versuchen, Türen aufzudrücken, in irgendwelche Gruppen aufgenommen zu werden oder die Gunst von bekannten Pastoren zu gewinnen. Ich will mit niemandem zusammen sein, ich will mich nirgends aufhalten und ich will mit niemandem Kontakt haben, den Gott mir nicht als Geschenk für mein Leben über den Weg geschickt hat. Solltet ihr also schwierige Zeiten erleben, denkt daran, dass ihr daraus hervorkommen werdet wie Jesus aus der Wüste. Wenn ihr den Versuchungen widersteht, werdet ihr ganz neu mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Und es liegt ein besonderer Segen auf euch. Und ihr werdet mit einem königlichen Abzeichen daraus hervorgehen, das euch durch den Heiligen Geist Zugang zu Orten gewährt, zu denen euch niemand sonst die Tür öffnen kann. Etwas auszuhalten bedeutet ganz einfach, im Hinblick auf den Teufel den längeren Atem zu haben. Sagt alle, ich bin stärker als der Feind. Ich weiß mehr als er. Ich habe den längeren Atem. Und am Ende werde ich besser dastehen. Nun, Versuchungen kommen meistens in Zeiten, die ohnehin schon schwierig sind. Jemand verletzt eure Gefühle und ihr seid versucht, wütend zu werden.
Jemand tut euch etwas Gemeines an und ihr seid, genauso wie ich, der Versuchung ausgesetzt, unversöhnlich zu sein, Bitterkeit und Groll zu hegen, die Person aus eurem Leben auszuschließen, jedem zu erzählen, was sie getan hat, schlecht über sie zu reden, sie ab sofort zu ignorieren und es ihr heimzuzahlen. Oh, es ist ganz erbärmlich, wie wir uns verhalten, wenn jemand unsere Gefühle verletzt. Ich sagte, es ist erbärmlich, wie wir uns verhalten, wenn jemand unsere Gefühle verletzt. Natürlich erinnern wir uns in solchen Situationen nicht daran, wie oft wir schon die Gefühle anderer verletzt haben. Du kannst mir doch einfach vergeben und ein bisschen Gnade walten lassen. Ich habe das nicht so gemeint. Die Bibel lehrt uns, dass wir solche Versuchungen überwinden können. Wir wollen jetzt über ein paar Möglichkeiten sprechen, wie das gelingt. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 ansehen. Dieser Vers ist in der Amplified-Bibel sehr lang. Aber wir werden ihn hier einblenden und ihn uns Wort für Wort ansehen. Ich habe beschlossen, dass wir uns zukünftig mehr Zeit dafür nehmen werden, Bibelverse anzuzeigen und zu lesen. Ich meine, ihr seid wirklich gesegnet, ihr müsst da nicht einmal suchen. Sie werden hier einfach auf dem Bildschirm angezeigt. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ihr die Verse aufschlagt, aber das würde zu lange dauern. Ich glaube wirklich, dass in eurem Herzen etwas Wunderbares geschieht, wenn ihr die Verse seht. Ich glaube, wenn ihr sie hört und seht, kommt etwas in euch hinein, das sonst nicht hineinkommen würde. Keine Versuchung. Sehen wir uns das jetzt an. Keine Versuchung, keine Prüfung, die zur Sünde verlockt, egal woher sie kommt oder wohin sie führt, hat euch ergriffen und wurde auf euch gelegt als nur eine menschliche. Sagt doch bitte mal, ich mache nichts durch, das andere nicht auch durchmachen. Das hat sich nicht so angehört, als ob ihr das wirklich glaubt. Ich mache nichts durch, das andere nicht auch durchmachen. Nun kommt, macht es mir leicht. Sagt, ich mache nichts durch, das andere nicht auch durchmachen. Danke, das war doch gar nicht so schwer. Das bedeutet, ihr wurdet keiner Versuchung oder Prüfung ausgesetzt, die sich außerhalb des menschlichen Widerstandsvermögens befindet, die nicht zur menschlichen Erfahrung gehört und die ein Mensch nicht aushalten könnte. Aber Gott ist seinem Wort und seinem barmherzigen Wesen treu und ihr könnt darauf vertrauen, dass er nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, über eure Widerstandskraft und über das Maß hinaus, das ihr ertragen könnt, versucht werdet. Das begeistert mich. Sondern er mit der Versuchung immer auch den Ausweg schafft. Kann jemand dazu Halleluja sagen? Gott wird immer einen Ausweg bereithalten. Die Möglichkeit einer Lösung, sodass ihr fähig, stark und kraftvoll seid und sie geduldig ertragen könnt. Wir wollen uns jetzt 5 Möglichkeiten ansehen, wie Gott uns hilft, unsere Schwierigkeiten durchzustehen und sie hinter uns zu lassen. Wer von euch versteht, wovon ich rede? In eurem Leben läuft manches nicht so gut. Wer von euch will nicht länger versagen, sondern erfolgreich sein und seine Prüfungen bestehen? Ich glaube, wir machen uns oft zu viele Gedanken darüber, woher unsere Prüfungen kommen. Ist das nun von Gott? Und wenn es von Gott kommt, verstehe ich nicht, warum es so schwer ist. Oder ist es vom Teufel? Ich widerstehe dir, Satan. Ich werde das nicht hinnehmen. Ich will auf dieses Thema jetzt nicht näher eingehen, aber wenn ihr es in der Bibel ein wenig studiert, werdet ihr feststellen, dass Gott uns nie zur Sünde versucht. Er kann nicht vom Bösen versucht werden und er versucht niemanden mit dem Bösen. Aber wenn wir gerade eine Zeit der Prüfung durchmachen und Schwächen in uns erkennen, die Gott verändern und zu Stärken machen möchte, werden sie in solchen Zeiten zutage treten. Deshalb werden sie uns am Ende zum Guten dienen, denn sie zeigen uns Dinge, die verborgen bleiben, solange in unserem Leben alles glatt läuft. Erst wenn ein wenig Druck auf uns ausgeübt wird, kommen sie an die Oberfläche und wir denken, oh. Gut. Hier sind etwa 12 Leute, die mich verstehen. Muss ich das nochmal sagen? Habt ihr schon mal etwas getan, das euch selbst bis ins Mark erschüttert hat? Und habt ihr euch dann gefragt, wo das herkam?
Ich erinnere mich an die Zeit, als meine Kinder noch klein waren und ich anfing, mich mit alledem zu beschäftigen. Und ich sage euch, den ganzen Tag über, wenn ich allein zu Hause war, war ich so geistlich. Im Ernst! Ich kam wirklich mit allen aus. Ich liebte alle, wenn sie nicht da waren. Na, kommt schon. Ich meine, ich hatte diese wunderbare theologische, ideologische Idee im Kopf. Nach dem Motto, alles will ich weinen. Ich hörte meine Musik und meine Lehrkassetten und war so geistlich. Und ich weiß noch, dass eines meiner Kinder, Sandra, sie ist heute hier, ständig etwas fallen ließ. Du hast dauernd etwas fallen gelassen, stimmt's? Einmal ließ sie in der Küche einen ganzen Topf mit Gemüsesuppe fallen und damals hatten wir dort noch Teppichboden. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war eine riesige Sauerei. Und eines Abends kam eins meiner Kinder durch die Hintertür in die Küche, wo ich damals meistens mich aufhielt. Alles will ich. Und hier war die Garage und sie kam durch die Hintertür, stolperte über die Stufe und warf all ihre Bücher durch den ganzen Raum. Und ich sagte, kannst du nicht einmal ins Haus kommen, ohne dabei ein Chaos anzurichten? Wie kommt nun ein solcher Stimmungsumschwung zustande? Seht ihr, solange kein Druck herrscht, hallo, ich rede mit euch. Ich habe gesagt, solange kein Druck ausgeübt wird, weiß man auch nicht, wie das Innere beschaffen ist. Einige von euch wurden diese Woche ganz schön zusammengequetscht. Wenn ihr richtig damit umzugehen wisst, könnt ihr Gott um Vergebung bitten und euch, wenn nötig, bei jemandem entschuldigen, was wir sicher alle sehr oft tun müssen. Aber dann könnt ihr sagen, weißt du was, Gott? Eigentlich bin ich froh, dass das passiert ist, denn so habe ich etwas entdeckt, mit dem du dich befassen musst. Gott, ich kann mich selbst nicht ändern, aber ich bin bereit, mich verändern zu lassen, wenn du an mir arbeiten willst. Na kommt, hört sich das nicht gut und erfrischend an? Aber was habe ich jahrelang getan? Ich verstehe das nicht. Ich bin so schrecklich. Ich bin eine furchtbare Mutter. Ich weiß nicht einmal, ob ich gerettet bin. Wie kann ich auch nur daran denken, die Bibel zu lehren? Was lässt mich glauben, Gott könnte mich gebrauchen? Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Denn das ist genau das, was er will. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Wir müssen wissen, dass wir einen Hohepriester haben, der uns versteht. Er versteht uns. Und wisst ihr was? Wenn euer Kind ein Jahr alt ist, erwartet ihr auch nicht, dass es sich verhält, als wäre es 20. Und wenn es 3 ist, erwartet ihr nicht, dass es sich verhält, als wäre es 30. Gott weiß, wo wir stehen und wie weit wir schon in ihm gereift sind. Ich sage euch etwas, das ich von ganzem Herzen glaube. Für Gott spielt es nicht die geringste Rolle, dass ihr noch nicht angekommen seid. Was ihn interessiert, ist, ob wir vorwärts gehen. Habt ihr mich gehört? Ärgert euch nicht darüber, dass ihr noch nicht erwachsen seid. Freut euch darüber, dass ihr wachst. Halleluja. Und wisst ihr was? Ihr seid alle wunderbar. Ihr wärt heute nicht hier, wenn es euch nicht wichtig wäre, voranzukommen. Einige von euch sind vielleicht von jemandem hierher geschleppt worden, obwohl ihr es gar nicht wolltet. Und nach einem Blick auf mich habt ihr gedacht, ich mag sie nicht, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Aber trotzdem beten wir, dass Gott sich euch nähert und euch hilft. Aber die meisten von euch sind hier, weil ihr mit Gottes Plan für euer Leben weiterkommen wollt. Oder warum macht ihr euch nicht selbst ein Kompliment und sagt, ich bin auf dem Weg zu großen Erfolgen in meinem Leben? Es gibt also keine Versuchung, der wir nicht widerstehen können, nicht eine. Der erste Punkt lautet, fühlt euch nicht verurteilt, wenn ihr in Versuchung geratet. Darüber haben wir schon genug geredet. Der zweite Punkt ist, in dem Moment,
indem ihr einer Versuchung ausgesetzt seid oder noch wichtiger, wenn es in eurem Leben einen Bereich gibt, wo ihr regelmäßig versucht werdet, dann wartet nicht erst, bis die Versuchung kommt, sondern fangt schon vorher an zu beten. Betet rechtzeitig und regelmäßig, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt, wenn sie auftaucht. Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Setzt euch nicht hin und esst einen halben Schokoladenkuchen und betet dann gegen die Kalorien. Betet nicht dafür, dass ihr nicht zunehmt, nachdem ihr ihn bereits gegessen habt. Betet stattdessen jeden Morgen in eurer persönlichen Zeit mit Gott, dass ihr nicht zu viel esst und in der Lage seid, jeder Versuchung, die sich auftut, zu widerstehen. Erkennt die Schwächen in eurer Persönlichkeit und betet dafür. Wenn ihr wisst, dass ihr dazu neigt, alles kontrollieren zu wollen oder selbstsüchtig zu sein oder sexuellen Reizen nachzugeben, dann wartet nicht, bis die Versuchung ihren Zenit erreicht hat. Betet regelmäßig und vielleicht findet ihr sogar einen guten Freund, dem ihr euch anvertrauen könnt, bittet ihn. Ich brauche in diesem Bereich Hilfe. Bitte bete, dass Gott mir hilft, das zu überwinden und ich tun kann, was er von mir möchte. Heute Morgen habe ich etwas in mein Tagebuch geschrieben. Ich führe schon sehr, sehr lange Tagebuch, bestimmt seit 35 Jahren. Ich schreibe jeden Morgen etwas hinein und heute schrieb ich, ich glaube, das Gebet ist unsere einzige Hoffnung, die Hilfe zu bekommen, die wir im Leben brauchen. Es ist unsere Geheimwaffe. Es ist ein Mysterium voller Kraft. Wer versteht das Geheimnis des Gebets, dass wir erst beten müssen, bevor Gott etwas tun kann? In der Bibel heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist der Punkt. Wenn ihr nicht um Hilfe bittet, werdet ihr sie nicht bekommen, es sei denn, ein anderer, der wirklich gut beten kann, erbittet sie für euch. Ich danke Gott für die Menschen, die für uns beten, wenn wir nicht wissen, wie wir für uns selbst beten sollen. Aber wenn wir dann ein wenig wachsen und wissen, wie wir beten sollen, müssen wir über alles und in jeder Situation beten und das sofort. Wisst ihr, wenn ihr die richtige Vorstellung von Gebet habt und erkennt, wie einfach es ist, müsst ihr keine großartige, religiöse, übermäßig aufgeblasene, riesige Sache daraus machen. Gebet bedeutet lediglich, den ganzen Tag über Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn in jeden Bereich eures Lebens hineinzulassen. Wenn ihr auch nur im Geringsten erschöpft oder versucht seid oder merkt, dass ihr anfangt, euch zu ärgern, solltet ihr sofort mit ihm reden. Ich musste diese Woche mehrmals beten, Gott, hilf mir, dass ich mich nicht mehr ärgere. Ich wollte nicht ärgerlich sein, aber ich war es. Doch ich weigerte mich, diesen Zustand hinzunehmen und so betete ich, Gott, hilf mir, bitte hilf mir. Fangt an, in jedem Bereich, in dem ihr mit Versuchungen zu kämpfen habt, zu beten, Gott, hilf mir zu vergeben, hilf mir, das zu überwinden, hilf mir, keine schlechte Einstellung zu haben und auf den Segen anderer nicht eifersüchtig zu sein. Ja, manchmal bin ich eifersüchtig. Geht euch das auch so? Oh nein, ich weiß, dafür seid ihr zu geistlich. Seid ihr manchmal eifersüchtig? Vielleicht bekommt jemand anders etwas, das ihr euch sehr wünscht und ihr denkt, und was ist mit mir? Ich hasse es, euch das zu sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht bekommt, was ihr wollt, solange ihr euch nicht für jemand anderen freuen könnt, der es bekommt, während ihr es noch nicht habt. Ich sage es spaßeshalber noch einmal. Ich sagte, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht bekommt, was ihr wollt, solange ihr euch nicht für jemand anderen freuen könnt, der es bekommt, während ihr es noch nicht habt. Und noch einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wiederum sage ich. Auch Paulus sagte, freut euch im Herrn. Und wiederum sage ich, freut euch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht bekommt, was ihr wollt, solange ihr euch nicht für jemand anderen freuen könnt, der es bekommt, während ihr es noch nicht habt. Das ist ein gutes Wort, Leute. Ihr sagt aber, ich kann nichts dafür, dass ich mich nicht für den anderen freue. Nein, ihr könnt nichts für eure Gefühle, aber ihr könnt sofort beten, Gott, ich will nicht neidisch und eifersüchtig sein, hilf mir, mich für ihn zu freuen. Und dann bewegt ihr euer kleines Hinterteil zu ihm hin und sagt, ich freue mich, dass du so gesegnet wurdest. Tut die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie richtig sind, auch wenn es sich anfühlt, als würden euch die Eingeweide herausgerissen. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn ihr tut, was ihr tun solltet, werden sich eure Gefühle eurer Entscheidung anpassen.
Das solltet ihr euch aufschreiben. Eure Gefühle werden sich eurer Entscheidung anpassen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Also betet. Im Garten Gethsemane wurde Jesus einigen furchtbaren Prüfungen unterzogen und er geriet in Versuchung. Er war versucht, vor dem Willen Gottes wegzulaufen. Das ist eine Versuchung. Wart ihr schon einmal versucht, alles aufzugeben, von dem ihr wisst, dass es Gottes Wille für euch ist? Wart ihr je versucht, alles hinzuwerfen und zu sagen, nein, das ist zu schwer, ich schaffe das einfach nicht? Und natürlich geht es uns allen hin und wieder so. Und er betete und betete und betete. Er stand unter einem solchen Druck, dass die Bibel sagt, er schwitzte große Tropfen Blut. Und als er zu seinen Jüngern zurückkehrte, fand er sie schlafend vor und er sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was sagt er also? Er sagt, dass ihr in eurem Inneren habt, was ihr braucht. Als Menschen, die Jesus von Herzen nachfolgen, habt ihr in eurem Inneren, was ihr braucht. Aber wir alle haben auch eine schwache menschliche Natur. Und dafür sollten wir beten. Wir sollten beten, dass Gott uns hilft, in unserem Inneren stark genug zu werden, dass wir allem widerstehen können, was sich uns entgegenstellt. Gott fordert uns nicht auf, dafür zu beten, dass wir nie Probleme haben werden. Er sagt uns, dass wir inmitten von Problemen dafür beten sollen, dass wir im Sturm feststehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Gott diese Probleme zugelassen hat oder der Teufel sein Unwesen treibt oder wir sie in unserer Dummheit selbst verursacht haben. Wir können Gott fragen, habe ich irgendwo eine Tür geöffnet? Und wenn das der Fall ist, wird er es uns zeigen. Und wenn nicht, sollte es unser Ziel sein, im Sturm festzustehen, weil wir dieselbe Prüfung nicht immer wieder durchlaufen wollen. Ich will diese Prüfungen bestehen und mich den größeren Dingen zuwenden, die Gott für mich hat. Und ich bin sicher, das wollt ihr auch. Ich will diesen Siegeskranz des Lebens, ich will dieses königliche Abzeichen in meinem Geist. Malt euch doch einmal vor eurem geistigen Auge aus, wie ihr das Abzeichen tragt. Jesus trug ihnen also auf zu beten. Er sagte, ihr müsst beten, denn heute Nacht werdet ihr mich verlassen, ihr werdet Anstoß nehmen und mich verlassen. Der alte Petrus widersprach und sagte, Herr, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde dich nie verlassen. Niemals. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns diese Verse anzusehen, aber Petrus sagte, ich werde nie. Und natürlich wissen wir, was Petrus tat. Er wurde versucht und er trug eine Schwäche in sich, die ihm bis dahin unbekannt gewesen war. Aber im Grunde war das, was passierte, gut für Petrus, weil es etwas offenbarte. Es offenbarte etwas in seinem Inneren, das verändert werden musste, bevor Gott ihn auf die Weise gebrauchen konnte, wie er es vorhatte. Wir alle sind hin und wieder der Versuchung ausgesetzt, etwas Falsches zu tun. Das ist Teil des Lebens und deshalb hat Gott uns die Frucht der Selbstbeherrschung gegeben. Der Schlüssel ist, dass wir lernen, der Versuchung zu widerstehen. Wann ist nun die beste Zeit, im Hinblick auf unsere Versuchungen zu beten? Ich glaube, wenn wir wissen, dass wir in bestimmten Bereichen Schwächen haben, ist es klug, regelmäßig dafür zu beten. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass die Bibel wahr ist und dass Gott Leben verändert. Und er gibt euch ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Vielleicht kennen Sie Joyce Meyer durch ihre Bücher oder ihre Sendung Das Leben genießen. Aber wussten Sie, dass Joyce Meyer Ministries weltweit auch ganz praktisch humanitäre Hilfe leistet? Mit Essensausgaben, Krankenhäusern, Katastrophenhilfe, Befreiung aus Menschenhandel und vielem mehr. Dieser christliche Hilfsdienst heißt Hand of Hope, also Hand der Hoffnung, und wird komplett aus Spenden finanziert. Early on, Mom and Dad,
Meinen Eltern ist schon zu Beginn ihrer Arbeit aufgefallen, dass die Bibel sehr viel davon spricht, sich um die Armen zu kümmern. Ständig ist die Rede davon, Gefangene zu besuchen, Hungrigen zu essen zu geben, Fremde aufzunehmen, Witwen und Waisen zu versorgen. Deswegen wollen wir diesem Auftrag nachkommen. Unser Dienst ist mittlerweile sehr gewachsen. Dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten, noch größere Dinge zu tun. Es ist so ein Vorrecht, Kinder auf der ganzen Welt mit Essen versorgen zu dürfen. Mein Wunsch und Ziel ist es, immer mehr Mahlzeiten an Kinder ausgeben zu können. An dieser Essensausgabe für Schulkinder verteilen wir jedes Jahr zwischen 90 und 100.000 warme Mahlzeiten. Der Bus, in dem ich gerade sitze, wurde von unserem Werk gekauft, um Kindern Essen zu geben, die bisher auf Müllhalden gelebt haben. So ein Essen bedeutet für die Kinder schlicht und einfach zu überleben. Ich bin hier in Thailand in einem unserer Kinderheime. Die Kinder können hier essen, schlafen und werden unterrichtet. Weltweit unterstützen wir über 30 Kinderheime. Wie hier in Sri Lanka konnten wir in über 20 Ländern neue Frischwasserbrunnen bauen. Bis heute sind so mehr als 600 Brunnen entstanden, die zahlreiche Dörfer mit sauberem Wasser versorgen. Hier in Haiti herrscht eine absolute Notlage. Ich befinde mich hier in einem Krankenhaus in Malawi, Afrika. Die Leute stehen Schlange, um von unseren Ärzten behandelt zu werden. Viele Mediziner arbeiten hier ehrenamtlich. Wir sind in Summers Point, New Jersey. Heute sind wir in Joplin, Missouri. Hier in Haiti haben wir nagelneue Häuser gebaut, in die die Menschen jetzt einziehen können. Der Sturm mit seinen starken Böen hielt so lange an. Es war beängstigend. Mindestens 150 Menschen sind dabei umgekommen. Tausende wurden obdachlos. Hier ist ein kleines Geschenk von Joyce Meyer Ministries. Hier in einem Gefängnis in Simbabwe habe ich gerade die 2-millionste Geschenktasche verteilt. Damit ihr heute ein neues Leben starten könnt. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Leben ihr dadurch rettet, dass ihr den Menschen hier mit so viel Liebe begegnet. Menschenhandel ist das heutige Wort für Sklaverei. Wir haben in verschiedenen Teilen der Welt Orte geschaffen, an denen die Frauen aus diesem Lebensstil herauskommen und ein neues Leben beginnen können. Das alles hier hat Gott gemacht. Er verändert Leben im Project Hope. Es ist möglich. Du kannst dich verändern. Du kannst geheilt werden. Du kannst überleben. Von Jesus erzählen und Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Es stimmt schon. Die vielen Nöte auf der Welt können einen überfordern. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob Sie überhaupt etwas bewirken können. Die Antwort lautet ja. Hand of Hope, der christliche Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, kann das bezeugen. Wir schaffen nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück reichen wir einem Menschen nach dem anderen unsere Hand. Fällt Ihnen Beten schwer? Zu kompliziert? Beten kann so schön sein. Reden Sie mit Gott einfach über alles. Ein Buch von Joyce Meyer kann dabei helfen. Die Kraft einfachen Gebets. Erfahren Sie, wie Sie mit Gott über alles reden können. Bestellen Sie das Buch Die Kraft einfachen Gebets jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.